Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Medium für die Xbox Series X. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Es wurde ein Update geladen heute. Ich weiß gar nicht, was das genau verändert hat an dem Spiel, aber vielleicht hat es ja ein bisschen an der Performance geschraubt. Ich weiß es nicht. Wir legen einfach los. Wir sind aus diesem bösen Spiegel rausgekommen, wo ich glaube, dass es was zu tun hat mit dieser schwarzen Katze, die wir gefunden haben. Mit der weißen Katze da reinkommt, mit der schwarzen da rausgekommen. Nochmal reingehen können wir, glaube ich, nicht. No. Deswegen gehen wir mit unserer coolen Taschenlampe mal hier weiter. Aber wie man sieht, im Spiegel, wenn man reingeht, sieht man die Person aus dem anderen Bereich. Was ja auch wieder witzig ist. Was ist das? Was war das denn gerade? No! No! Ist der jetzt mit hier rüber gekommen? Uncool, uncool. Ready or not, here I come! Oh, ich war's gesehen. Was ist denn da? Oh oh. Die Normen sind okay. Okay, das war nicht gut von mir. Heieieiei. Na gut, drück mal. Auch wenn die Geister von Welt nicht sehen können, können sie dich hören. Halte den Luft mit R an, versteckt dich, bis sie weg sind. Okay. Alter Schwede, was für ein widerliches Teil. Was für ein widerliches Teil. Nur mal so nebenbei. Habe ich erwähnt, dass das Teil widerlich ist? Nein, habe ich nicht. Jetzt sehe ich nochmal. Widerlich. Okay. Gehen wir mal da rein. Da kommt er. Ah, dieses furchtbare Teil. No! No! Wir müssen uns verstecken. Sheikh. Ready or not? Here I come! Halten wir mal Luft an. Gehen wir da jetzt hinterher oder gehen wir hinten an? How? Das ist die Frage, wie ist I couldn't believe it. That thing could travel between worlds. There was no escaping it. There's those bolt cutters again. Gotta be a way to reach them. Wie kommen wir an den ran? Ist die Frage, wie kommen wir da ran? Psst. Irgendwas finden, was wir dafür benutzen können. Ich schleich mal, weil ich nicht weiß, der hier irgendwo rumläuft. Great. Another mirror. Ja, ich würde behaupten, wir müssen wahrscheinlich in diesen Kackspiegel wieder reingehen. Oh, was ist das? Details have emerged. The situation may be more complicated than we expected. No time to explain. You'll get the full report once I get back. Just leave it to me, comrade. Very meticulous of you, comrade. Okay. Okay, gehen wir hier rein? Locked. Na klar. Gib wohl nur die Spiegelvariante. Oh no, there's more of them. Okay, brauchen wir noch ein paar mehr Masken. What has it done to you? Torn apart. Just like Bernard. Okay, wir haben ja nichts. No names. Ob wir noch irgendwie... No faces. No way to help them. Ach, wir müssen gucken, ob wir noch irgendwas finden. Schicke die Seelen der anderen. Just a bit longer. I'll get you out, I promise. Okay, wir finden euch. Ich schleich mal ein bisschen, ich hab ein bisschen Schiss. Ich find's auch echt ganz schön gruselig, hier spielen zu tun. Warte mal, davon da sind wir gekommen, ne? Dann gehen wir mal hier rein. Diese andere Welt sieht auch echt gruselig aus. Wir drücken gehen. Gehen wir erstmal hier links. Und
gucken, was wir hier so finden. Was ist das? Okay. Ich glaube, wir können nochmal gehen. Anscheinend ist hier keiner. Da reinkommen, ne? Warte mal, können wir auch hier links gehen? Bevor wir irgendwas anderes machen. Okay, aber hier ist nichts. Gut, dann gehen wir hier hoch. Machen wir da rauf. Komm schon, du kleines, süßes Ding. No! What are you? Stop! Da sind schon Masken. Da ist auf jeden Fall eine Maske, vielleicht können wir die erholen. This is it. This is where he died. Wir haben auch die schwarze Katze, okay. Okay. I still need his name. If only I could see the other side of this place. Das kann ich auch nicht, ne? Ich kann auch nicht die andere Seite sehen von hier aus. Das kann ich ja jetzt gerade nicht machen hier. Na gut. Schade. Aber wir kriegen den Namen schon raus. Hier rein. Boah, guck dir diese Arme an. Das ist schon ein bisschen widerlich. Mhm. Was war das denn hier? Ah, das ist okay. Oh, so ein Knochengestell, was hier steht. Das ist ein Spiegel. Ah, okay, das ist vielleicht ganz gut für uns. Können wir da durchkommen? War ja da irgendwo. Hm, ist natürlich schwierig, da jetzt. Some sort of a conference room. I gotta go. The voting's about to start. You know what they say, if you're early, you're on time. No, I mean right now. I can hear them gathering across the hallway. Yeah, yeah, I'll let you know how it went. That voice. That's the guy. Ja, stimmt. Aber mal gucken. Ich kann nicht so viel machen. Heißt das, andere Wesen läuft hier schon auch noch rum? List. I'll bet the name I'm looking for is here on this page. But which one is it? Durchgeschrieben abwesend. Durchgeschrieben abwesend, okay. Können ja nur welche von den anderen sein, das ist ein bisschen schwierig. Hm. Wir finden das schon raus. Ah, warte mal, hier eine Stimme vielleicht. Hier was erkennen? Nee. Ein Brief, okay. Der nächste Stuhl. 05. 09. Das sind wahrscheinlich die, die in den Stühlen saßen. Das ist natürlich praktisch. Oh, was ist hier denn? Okay. I can't believe they sat me across from Boris. I don't care whose nephew he is. He's just a sexist pig for all I care. And late, as always. Okay, gegenüber von Boris, dann müssen wir uns die Liste nochmal angucken. Gegenüber von Boris, okay, pass mal auf. Gucken wir uns die Liste nochmal an. Boris, ganz unten, Nummer 9. Nummer 9 war doch? 7, 8. Dann war das hier 9, ne? Am Gegenüber von Boris sitzt er hier. Nummer 4. Okay, aber Nummer 4 müsste es ja sein. Also gucken wir mal drauf. Nummer 4 ist Nikolas Ovčárek. Nikolas Ovčárek. Muss ja gewesen sein. Okay, dann müssen wir bei 4 vielleicht mal einen Einblick machen. Nee.
Aber der muss ja sein, weil er gegenüber sitzt. Also Nikola Ovčarek. Ist ja eigentlich relativ simpel. I can't believe they sat me across from Boris. I don't care whose nephew he is. He's just a sexist pig for all I care. Okay. Also, Boris. Ich kann hier nichts machen, das ist das Problem. Das muss ja das Gegenüber sein, ne? Ich hab den richtigen Namen, ich geh nochmal drauf. Nummer 4 ist Nikolas Ovčarek. Okay. Gut, dann finden wir schon noch mehr darüber raus. Wenn sie es selber nicht irgendwie realisiert. Okay, das ist auch komplett. Okay. Das muss sie doch selber dann irgendwie abspielen, oder? Aber oder brauche ich es gar nicht mehr, weil ich jetzt die Maske habe, weiß ich ja. Okay, machen wir das so. Wir rennen nochmal zurück und gucken wegen der Maske. Und dann rennen wir da nochmal rein. Weil ich denke mal, darum geht's. Nikolas Ovčarek hieß der. Nikolas Ovčarek. Das ist auch echt eklig hier drin. So ein bisschen creepige Gänsehaut hier. Gehen wir runter hier. Treppe runterlaufen kann sie anscheinend nicht. Das ist zu blöd für. Aber es ist natürlich die Frage, welcher war, ne? Hey, wieso kann ich denn jetzt nichts machen da? Jetzt muss sie wahrscheinlich irgendwie muss sie was im Satzmäßig was sagen, ne? Muss sie wahrscheinlich sagen, sowas wie, das war der und der. So ein Bild. Schlechtes Schwesterlein, oder? Oh ne, es geht ja nicht. Da ist auch noch irgendwas. There we go. Ach, guck mal. Wir hätten auch vorsehen können, ne? Okay, gehen wir erstmal hier weiter. Ich finde mehr raus über diesen Nikolas. Müssen wir wahrscheinlich auch. Aber es ist natürlich ärgerlich, weil jetzt weiß ich ja schon, wer es ist eigentlich. Aber naja. Ah, hier. Er war wie bei Raucher. Oh nein, er schon wieder mit seinen blöden Briefen. Na gut, lesen wir. Liebling, ich vermisse dich sehr. Ich hoffe wirklich, dass du bald bei mir bist. Du würdest es hier lieben. Das Wetter ist toll, die Sonne scheint, der See ist ganz wunderbar und die Menschen sind nett. Nett und tot. Alle von ihnen in Liebe. Oh. Gut. Nette, tote Menschen gibt's hier. Immerhin. Besser als lebende, blöde Menschen. Obwohl, naja. Ja, ein Spiegel. Okay. Hier ist über den anderen raus. Da geht's nicht weiter. Da geht's noch da weiter. Warte, wir gehen da gleich längs. Ich wollte nur einmal gucken, ob man hier vielleicht nochmal. Nee, kann man nicht. Gut, dann gehen wir hier durch. Da kommt der Gegner gleich wieder. Wir hoffen mal nicht. Wir hoffen, dass wir weiterkommen. Nicht gerade passend bei der spannenden Szene, aber lass doch ein Like da. So. Na ja, warte. Da ist noch ein Spiegel. Geht's hier noch weiter? Ja, nicht. Aber hier ist noch ein Spiegel. Eieiei, das ist natürlich ganz cool, dass wir zwischen den Spiegeln wandern können. Was auch ein bisschen abgespaced ist, aber was auch cool ist. Hier sind weiter. Sieht mir gar nichts. Geht's da hinten weiter? Ah, hier geht's rein.
Gerannt da. Leise und ganz in Ruhe rausschleichen. Der weiß gar nicht, wo wir sind. Das hört sich so an, als ob er noch hinter mir ist. I'm getting close. That woman was here. Puh, okay. Oh. She was a ballerina? Das glaube ich kaum. This room has Guy written all over it. In big sloppy letters. Nice card. Was Vivienne one of your stars? Okay, last one. I can barely feel my wrist. I don't care. I just want to go to bed. I need to be alone. Mhm. Gut. Oh, oh. Was ist das denn da? Ein Psycho, der durchs Loch guckt. That's her room. Das ist das. Someone couldn't even let her have her privacy. Ja, es sind viele Psychos hier gewesen, kann das sein? Vivienne? Just Vivienne? No. Probably the artist formerly known as Vivienne. Okay. Da ist irgendwo ein Spiegel wieder. Dann lass uns den nochmal. Oh, warte mal. Kommt hier was? Nee. Lass uns den Spiegel mal benutzen. Gucken, wo wir dann hinkommen. Also ihr Raum ist halt das, der Raum dann hier, ne? Hm.
auch hier reingehen? Sind wir in jedem Zimmer? Machen wir mal. Okay. Let's find out who you really were, Vivian. Huh. A page was torn out. I can't make out the numbers. Ah, okay. Da kann man wahrscheinlich so ein bisschen nachrubbeln mit einem Bleistift, vielleicht. Ganz cool, wie die alten Detektive es immer gemacht haben. Man weiß es nicht. Müssen wir erstmal was finden hier. Ja, guck mal. Was ist das? Ein Harald. Alien. I guess one of these names belongs to your true self. But which one is it? Okay. Also sie müssen sie auch rausfinden. Hm. Okay. Gucken, ob wir noch mehr von ihr rausfinden. Da können wir rauskommen. Ist ja nichts mehr im Zimmer zu entdecken. Kann ich mir das gar nicht vorstellen. Das ist so anscheinend. Okay, dann gehen wir da vorne mal raus. Wir müssen irgendwie rausfinden, wie sie Tante heißt. I still don't know her real name. Just words. Sounds without meaning. Okay, dann gehen wir nochmal in eine andere Welt, weil da konnten wir auch noch ein bisschen was rausfinden. War doch noch was, ne? Wieder reingegangen. This is where it happened. Da ist irgendwo die Maske. Of all the places. You? What are you? No! Get out! Ah! No! No, not pleasant. Gruselig. Ja, ist aber auch gruselig. Okay. And still no name. There's gotta be something. Warte mal. Gucken wir noch ein bisschen rum hier. Sind wir rausgekommen? Kommen wir nicht weiter. Komm mal hier rein. That name, it's everywhere. But that wasn't the real you. Stimmt, yeah. Weißt du nicht. This wasn't her room. I'm guessing her manager's? Ja, hast du recht. Wir müssen mal gucken. Okay. Was war die nochmal? Haben wir schon angehört. Wie kriegen wir den Namen denn jetzt raus? Warte mal, wir gehen nochmal hier rein. Irgendwas muss ich übersehen haben. Ich weiß nur nicht was. Hier ist nicht weiter, ne? Kann hier auch in keine andere Tür rein? Okay, dann gehen wir hier nochmal rein. Da können wir dann wieder in ihr Zimmer gehen. Machen wir auch gleich wieder. Die Maske. Aber hier ist nichts mehr zu finden sonst. Tori oder Ellie, wie kann sie heißen? Irgendwas muss man doch dann noch finden können. Bleistift oder irgendwas. Guck mal, das Loch ist genau über ihrem Bett. Ist ja auch echt gruselig. Auch keine Schublade aufmachen oder so, ne? Ja, Ellie und Tori. I still don't know her real name. Just words. Okay, sounds without meaning. So raus kann ich trotzdem. Dann müssen wir mal einen ganz anderen Weg gehen nochmal, was? Kann das denn noch sein? Ja. Ja, mal raus. Muss noch einen anderen Weg geben. Dass ich ihn noch nicht entdeckt habe. Hä? Ich kann hier auch nicht zurück. Okay, das heißt, ich habe nur die Chance, hier was zu entdecken. Aber was? Kann ich das echt nochmal anhören hier? Hast du noch schon Bleistift? Den könnte ich gerne mitnehmen. Ich dürfte.
Wieder auch nicht. Ich höre mir das Echo nochmal an hier. Okay, last one. I can barely feel my wrist. I don't care. I just want to go to bed. I need to be alone. Bringt mir gar nichts. Bringt mir auch nichts. Mein Gott, was soll ich denn? Was kann ich jetzt noch machen? Da ist ja nichts weiter. Da kann ich mit Einsicht hier irgendwas erkennen. Ich geh nochmal hier rein. Die Maske, ja. Hier ist doch noch irgendwas. Da ist hinter ist noch irgendwie so ein. Ne, da ist nichts. Ach Mann, ist das ärgerlich. Das ist ja wirklich gerade doof. Es läuft mir so ein bisschen wirr durch die Gegend. Neve Resort. Da liegt auf dem Boden. Ah, guckt es an, haben wir vorhin nicht gesehen. Partial numbers. Aha, pass mal auf. Jetzt kommt gleich weiter. There. A bunch of numbers, some would say. But I sensed there was a lot more to them. Hello? Oh, hey, are they asleep? It's fine. I know you're busy. I'm busy too. Yeah, it's tomorrow. The big day. Yep. Thanks. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Not exactly a hotbed of passion. Move them, Maria. Yes. Yes, Mother, I know. I'm doing my best. What? No, I... Well, what about my hard work? It's not always about you. Don't call me Victoria. You know I hate that. Victoria. That was her given name. But not the real one. Not to her. Okay. Hello? Yes, this is Vivian. Room 347. I want to make a complaint. There was a man here. Yes, from the hotel staff. Frankly, I think I smelled vodka on his breath. He... What? That was the chief of staff? You know what? Never mind. Thank you. Well, it's a stressful job, I guess. Oh God. On here? Oh my god, Ellie! I thought you were... No, no, I'm really happy to hear from you. Why didn't you call sooner? You did? But... Eugene, that slippery son of a bitch. Ellie. She was very special to her. You don't need to be a medium to see it. So, if you were talking to Ellie, that means... Tori, it's you. The real you. That's your name. It cool. Made sense, really. A name is more than what everyone calls you. It's what you feel yourself to be. Perfekt, jetzt haben wir es endlich. Tori, okay. Was hier hin? Hier noch irgendwas? Na, da kommen wir nicht längs. Zurück. Jetzt fehlt uns noch der Name von dem anderen Typen. Vielleicht habe ich in dem Raum auch was übersehen, müssen wir gleich nochmal gucken. In den Konferenzraum. I'm not gonna lie. It felt good. Putting that curse of mine to good use. Moments like that used to keep me going. Now,
not sure anymore. Okay. Hier war nichts mehr, ne? Nee. Gut, laufen wir nochmal hier längs. Jetzt haben wir die beiden Namen, zumindest einen Namen, aber nicht beiden, aber wir haben einen Namen. Den anderen haben wir eigentlich auch. Aber ich muss wahrscheinlich noch irgendwie was gucken, damit die weiß, dass es doch der richtige Name ist. Gehen wir hin. So, also einen können wir doch schon mal raufsetzen, oder nicht? Da. It's okay. You can be free now, Tori. Thank you. Thank you. Okay. One down, one to go. Better get to it. Eigentlich ziemlich cool gemacht, ne? Finde ich sagen. Das ist irgendwie eine witzige Idee. So, gehen wir hier rein. Na, hier oben. Hoch da, du kleine Maus. Gruselig, 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 gruselig. Machst du das da hinten, ne? Ja. Tschü, tschü, tschü. So. Wir sind ein großes Medium hier drin ein. Das kann gut sein, dass wir irgendwas auf dem Boden wieder übersehen haben. Eben ja auch. Also hier vielleicht nicht, aber in diesem anderen Raum. Der da hinten? Ich glaube ja, ne? Genau. Hier ist die Liste. Aschenbecher, den haben wir. Aber hier liegt nichts weiter. Bei dem anderen lag ja noch irgendwas auf dem Boden rum. So, hier liegt irgendwie gar nichts drin. Ich weiß nicht, wie kriege ich denn den Namen von dem Hai-Opai raus? Gucken wir uns mal alle Stühle jetzt an. Irgendwas übersehen. Oder also, wenn ich die Liste angucke. Halt, da ist noch was. Boris. That's the guy he was talking about. Seat number 9. Echt jetzt? Ich musste das echt einmal angucken noch, damit ich es weiß. Ach man. So, dann wissen wir auch, dass Sitz Nummer 1 Boris und Sitz Nummer 4 ja da hier. This is it. The man I'm looking for. This is where he died. Okay. Das war jetzt nicht so schwierig, aber dumm, dass ich das nicht gesehen habe vorher. Ärgert mich jetzt ein bisschen. That's it. Nicholas. Okay, Nick. Let's get you out of here. Gut. Klar, dass der kommt, oder? Ich versuche die Luft anzuhalten. Jetzt gleich auch hierher hinterher kommt. Ich höre immer seine Schritte noch nicht. Aber man weiß ja nie, ne? Ist ja schon ein gruseliger Typ, muss man ja sagen. So, befreien wir jetzt noch schnell den Nicholas. Und dann soll es das auch gewesen sein für heute, glaube ich. Viel mehr müssen wir nicht mehr machen. Time for you to get some rest. You've earned it, Nicholas.
Thank you, madam. You did it, Marianne. Sent them away. To a better place, I hope. Hell. Anywhere is better than here. Okay. So, bevor wir sehen, was da vorne glitzert, sage ich schon mal Danke. Hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal definitiv wieder dabei. Bis dahin, tschüss und schönen Abend.